Hallo und herzlich willkommen zu Crusader Kings 3. Und ja, wir haben gerade ein Problem mit unserem Vasallen, nicht? Der greift nämlich unseren Sohn an, dem wir vor kurzem erst die Länderei gegeben haben, damit wir hier nicht so viele Domänen haben. Das Problem ist natürlich, dass das unser Halbbruder ist. Und ich würde sagen, Halbbruder ist nicht so wichtig unbedingt wie unser Sohn. Zumal unser Halbbruder wahrscheinlich auch noch Ansprüche auf unsere Ländereien hat, ne? Ja, hat er. Er wird ja jetzt hier erstmal nicht weiterkommen. Ich würde ihm jetzt erstmal ein Angebot machen, dass er mit dem Krieg aufhört. Bei seinem Krieg beenden. Er wird wahrscheinlich nicht drauf eingehen. Und dann werde ich ihm den Titel einfach aberkennen. Ich glaube, so werde ich vorgehen, um diesen Krieg zu beenden gegen meinen Sohn. Mal sehen. Forderung schicken. Bin gespannt, was passiert. Hier können welche heiraten. Die beiden können jetzt heiraten, sind alt genug mit 16. Er wäre weit unterlegen, aber vielleicht würde er ihnen auch zu Hilfe kommen. Mal sehen. Ausgezeichnet. So, dann können wir jetzt mal auf weitergehen. Seid gegrüßt, mein heiterer Lehnsherr. Ich habe den allergrößten Respekt vor euren Wünschen. Doch die Würfel sind bereits gefallen. Ich werde diesen Krieg zu Ende bringen. Das habe ich mir gedacht. So, er ist jetzt verbündet mit ihm. Kommt er ihm zur Hilfe oder nicht? Also, sofern ich sehe, dass es hier weitergeht, er kommt zur Hilfe, wa? Ich brauche mich nicht weiter einmischen. Sehr schön. Gut, dass wir einen von hier in der Nähe genommen haben. Ja, er kommt ihm zur Hilfe. Das ist sehr gut. Dann brauche ich mich da als Lehnsherr nicht einmischen. Und kann gucken, wie es weitergeht. Ja, er geht genau dahin. Ne? Das ist Fadi, ne? Ja, guck mal, er zieht schon weg. Sehr schön. Dann haben wir das gelöst durch eine Hochzeit. Warum nimmt er denn jetzt die 7 Mann raus? Mann, so was Unintelligentes. Wir gucken mal, wie sie sich schlagen. Sieht ganz gut aus. Unser Halbbruder kriegt den Arsch versohlt. Sehr schön. Das finde ich sehr schön. Gut, er hat keine weiteren Verbündeten, ne? Nee. Er hat nur 26% Vorsprung und ich denke mal, die werden jetzt versuchen, sein Land einzunehmen, sodass da denn auch Feierabend ist. Beeinflussung aufs Ganze gehen. Ich lasse den letzten Brief, den mein Ratskanzlerhäuptling Baybras mir geschickt hat, und lächle. Zumindest scheint er mich jetzt in einem besseren Licht zu sehen. Obgleich dies ein Erfolg ist, bin ich doch versucht, diese Gelegenheit zu nutzen und zu versuchen, ihm noch näher zu kommen. Dann werde ich mal meine Fähigkeiten im Bereich der Diplomatie auf die Probe stellen. Könnte schief gehen, ne? Weil in Diplomatie sind wir nicht gut. Dieser Sieg genügt mir. Im Grunde, guck mal, da kriegt er 30% Meinung und hier kriegen wir 20% Meinung. Ja, reicht mir. So, die Sache haben wir, glaube ich, erledigt mit der Hochzeit. Das ist gut. Brauchen wir uns gar nicht weiter drum kümmern. Finde ich sehr schön. So, da ist ein Nachbarschaftskrieg gewesen. Okay. Da werden wir mal nicht reingehen. Da ist es ein bisschen riskant, aber hier könnten wir mal was machen. Das Problem ist, dass er denn hier unten das Häuptlingstum ausrufen kann, wenn zu viele Ländereien da sind. So, die hauen sich nochmal was vom Kopf. Und damit ist der Krieg vorbei, vermute ich mal. Können nochmal gucken. Ja, er ist jetzt bei minus 21, denke mal. Das sollte reichen.
Wir könnten aber tatsächlich mal wieder ein paar Champions einladen, wa? Wie sieht es denn so an der Champions-Front aus? Champions. Den könnten wir rekrutieren. Machen wir einfach mal. Wir laden einfach mal welche ein. Vielleicht kommt noch jemand dazu, der besser ist. So. Und dann könnten wir doch einfach mal wieder eine kleine Jagd machen. Wir haben jetzt in letzter Zeit so viel gemacht, da können wir mal eine Jagd machen. Rufen wir mal die Jagd aus. So, hier ist. Ups, was ist nun? Eine Schlange bei Hofe. Ich begebe mich gerade in meine Gemächer, um ein wenig gesegneten Schlaf zu genießen. Ich bin ein leise Rascheln von einem der Fenster hören. Nur der Wind, denke ich bei mir, bis der Wind zu reden beginnt. Da rate, so öffnet doch mein Sternschnippe. Ich bin es. Weiberas. Sag mal, sind nicht die, die ein Kind von uns erst bekommen hat? Ich stoße die Fensterläden auf und sehe, da ist jemand zu dem Fenster von der Rate hochgeklettert. Es ist der Ratsspitzel, Häuptling Weiberas. Bei allen bösen Mächten. Kennt ihr den keinen Scham? Wachen! So, Jagd. Sieg über die Bestie. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten, vielleicht sogar für eine Gottheit in verwandelten Gestalt. Werden groß, aber so gewaltig. Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauerte die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein bedeutender Anblick, auch tot am Boden vor mir. Dagas ist ebenso von Ehrfurcht ergriffen. So etwas habe ich noch nie gesehen, mein Fürst. Den Kopf wird sich prächtig machen in der großen Halle, ja. Das wird eine Trophäe, die mein Schwert, was, Schwester bekommen soll, würde Anspannung bringen. Ich finde, Dias hat die Lorbeeren hierfür verdient. Nein, hat sie nicht. Das wird eine wunderbare Jagdtrophäe werden. Aber jetzt muss ich mal ganz gucken. Warte mal. Dagas. Nee, ist sie nicht, ne? Bündnis, ja. Okay, Champion ist eingetroffen. Was bringst du? Oh, der ist ja sehr gut. Den würde ich natürlich sofort entlassen. Warum entlassen? Habe ich den schon angenommen? Cool. Eigentlich nicht, ne? Wir haben kein Geld. Ach, wäre der cool. Wir hätten mal die Jagd nicht machen sollen. Na gut, vielleicht ist er gleich noch da. Aber mich interessiert. Weibliche Konkubine hat er auch, aber Beziehungen? Okay. Scheint nicht keine Konkubine von mir gewesen zu sein, oder? Ich habe das jetzt nicht so ganz gesehen. Ich weiß nicht. Ja, gut, sind wir wieder zu Hause, kriegen ein bisschen Prestige dazu. Okay. So, er versucht gerade mit 61 Mann die Festung hier zu erobern. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Hat auch eine Stufe von 3, also ist ja ein verlorener Posten, den er da gerade kämpft. Gut, unser Sohn hat sozusagen den Krieg gewonnen. Bisher. Größere Kontrolle, das finde ich auch schön. Dann müssten wir mal gucken. Kontrolle ist gestiegen. Wo werden wir denn jetzt Kontrolle ausüben? Achso, ist gestiegen, aber noch nicht fertig. Gut, dann mach weiter Kontrolle. So, das Ding ist jetzt gleich gefrühstückt. Finde ich sehr gut. Jetzt müssten wir mal zu Geld kommen. Haben wir eigentlich hier noch jemanden im Knast zu sitzen, der Geld bringt? Ein Zehner. Na gut. Ein Zehner haben oder nicht haben, wa? Der würde gar nichts bringen. Okay, und er? Er bringt auch nichts.
Er kann aber kämpfen, dann würde ich ihn nämlich tatsächlich hier behalten wollen. Bekehren und rekrutieren. Ah, den alten Mann. 74 ist der. Mit 74 sitzt er bei mir im Knast. Wir werden bekehren und dann ab wieder. Und wir hätten jetzt Geld für Champions. Leb wohl. So, gucken wir mal. Wir können ihn uns leisten. Das ist sehr gut. Das ist nämlich wirklich ein sehr guter Champion. Ihn können wir uns auch noch leisten. Nehmen wir auch. Okay, hat das ja mit den Champions wenigstens einigermaßen funktioniert. So, wir können noch mal hier weitergehen. Und Zuwachs, auch gut. So, Champion, Lösegeld hat sie angenommen. Neffe wurde gefangen genommen. Ist aber mittlerweile wieder raus. Okay. Ach so, Neffe, ja, von meinem Bruder. Okay. Der Krieg scheint Geschichte zu sein hier, was? Ist Geschichte. Hat mein Sohn für sich entschieden. Und er hat schon wieder 11 Soldaten. Läuft er. Aber er hat sehr viele Ansprüche von mir. Und das könnte noch zum Problem werden. Was ist denn hier? In den Krieg rufen. Das sind immer so ganz beschissene Kämpfe hier. Warte mal. Was haben wir denn? 1000 gegen 2000. Wo ist denn der Mensch hier? Also das ist ja schon unterjocht, oder? Muss ich da hin hier, oder? Bis ich da bin, ist ja das Ding schon längst erledigt. Wie viel kriegt dann zusammen? Das sind gerade mal 1000. 1100. Und er hat 1000. Wie viel Geld hat er? Können sich auch keine Soldaten. Ach, da brauchen wir nicht hin, oder? Wo fährt er denn hin? Er erklärt da einen Krieg und fährt sonst wohin? Oh Gott. Gegen einen König soll es gehen. Das ist doch hier der, der meinen Sohn gerade geholfen hat, ne? Ja. Und er will gegen ihn kämpfen. 600 gegen 800. Das können wir mal annehmen. Da können wir nämlich tatsächlich helfen. Da können wir helfen. So, um was geht's denn? Erstmal gucken. Es geht darum. Wie sieht so die Verteilung aus? 800 gegen 3000. Gut. Na komm, da spielen wir mit. Da gehen wir hin. Der hat immerhin unseren Sohn gerettet, ne? Da müssen wir dann auch was machen. Wir könnten eigentlich direkt auf die Hauptstadt gehen. Weil es könnte sein, dass wir da Gefangene nehmen und dadurch vielleicht wieder ein bisschen Geld verdienen. Ist er mit im Krieg? Er ist mit im Krieg, okay. So, um das Land geht es und okay. Sollten wir vielleicht seine Stadt hier erstmal einnehmen oder wollen wir helfen? Unsere Hilfe kommt natürlich weit zu spät, ne? Wie sieht es militärisch aus, wenn er mit bei ist? Ja, das geht eigentlich auch noch. Wir kommen natürlich nicht rechtzeitig da oben hin, ne? Um vernünftig zu unterstützen. Aber er wehrt sich gut. Wird aber weit unterlegen sein. Schade. Er hätte mal zu mir kommen sollen. Ich hätte ihnen helfen können. So, kriegen wir ihn? Bestimmt nicht, ne? Doch, wir kriegen. Das wird ein fantastischer Kampf. Gut, das haben wir erledigt. Sehr gut. Wir haben ihn noch ziemlich geschadet. Dann gehen wir mal hier oben hin. Ich möchte nämlich. Oh, er hat ja auch richtig Bauernprobleme gerade, wa? So, 2, 4 kommt er mit. Er kommt mit.
Er versucht da zu erobern, was natürlich Blödsinn ist, ne? Eigentlich habe ich gerade gesehen, dass der Krieg blödsinnig ist. Gewinnen wir wenigstens diesen blödsinnigen Kampf? Ne, den verlieren wir auch noch, wa? Oh, hauen die uns was auf die Nase. Ah! Eieieiei. Ich sollte mich echt nicht in andere Kriege einmischen. Was ist denn hier? Ratskanzler ist natürlich gestorben gerade, ne? Er ist wesentlich besser. Ups, jetzt hängt das Spiel. Na, ist ja geil. Naja, eine Niederlage. So was wollen wir nicht. Warum ist denn das Spiel jetzt abgekackt? Ah, Mann. Oh. Spiel. Komplett weg. So was Doofes. Und das mitten in der Aufnahme. Und das dauert doch Ewigkeiten, bis das hier laden ist. Ja, aber Kriege so zu führen für andere ist schwierig, ne? Vor allem der Krieg war komplett unnötig gerade, der Angriff. Weil der selber den erobert hat. Es war nicht die Armee von ihm. Ach, ist das ärgerlich. Na gut, haben wir ein paar Mann verloren. So, jetzt müsste langsam wieder ein Bild kommen. Ach. Mal gucken, mal gucken. Kommt kein Bild? Warum kommt kein Bild? Ich bin gerade ein bisschen. Normalerweise habe ich da schon ein Bild. So, Musik haben wir schon mal. Aber Bild ist nicht da. Bild ist kaputt. Gucken wir mal, was ist da jetzt gerade schief? Weiß wahrscheinlich nur er selber. Gut, das scheint ein größeres Problem zu sein, habe ich gerade so das Gefühl. Kann mich täuschen, aber irgendwie. Da haben wir Bild. Läuft doch alles. Gut, er initialisiert jetzt erstmal eine halbe Stunde das Spiel. Ne? Nicht ganz so schlimm. Aber er macht es schon noch. Es dauert nur ein bisschen. Aber wir haben schöne Musik und das ist doch schön, ne? Da freut man sich doch. Ich hoffe, er hat irgendwo zwischengespeichert. Es wäre nämlich echt ärgerlich, wenn es nicht so wäre. Aber vielleicht könnten wir den Krieg auch noch verhindern und hätten ein paar Mann mehr. Und einige Väter könnten zu ihren Familien zurückkehren. Naja. So, ich werde mal einen Schluck trinken. So ganz heimlich. Lecker. So, nun mach mal hin hier. Jetzt muss ich die halbe Sache hier rausschneiden und vernünftigen Übergang zu hinzubekommen hier. Oder wir machen die Folge ein bisschen länger. Aber die Musik ist ja auch schön, ne? Naja. Oh, nun komm mal, mach mal. Verstehe nicht, warum das Spiel abgebrochen ist. Mir ist das noch nie abgebrochen. Naja, muss ja immer mal das erste Mal sein. Aber nun wäre das mal interessant, wenn es langsam losgehen würde. Ich möchte wissen, wo wir geblieben sind. Na, 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 na. Mach meine. Weiß gar nicht, warten schon 3 Minuten, wa? Aber das dauert ja leider immer ein bisschen länger. Auf jeden Fall finde ich schön, dass wir den Krieg mit unserem Sohn da auflösen konnten. Durch die Allianz mit seiner Frau. Das hat mich ein bisschen gefreut, weil sonst hätten wir eingreifen müssen und ihn den Vasallentitel abnehmen müssen. Das hat nur Ärger gebracht und so haben wir das eigentlich ganz friedlich gelöst. Für uns. So. Ach nee, doch noch nicht. Ach, doch noch nicht. Ich dachte, jetzt hat er, aber hat er nicht. Ah, was ist nun los? So, wir haben auf jeden Fall ein Händchen. So. Wo hat er denn abgespeichert?
Achso, die hauen sich gerade noch die Köpfe ein. Wir können es aber nicht abbrechen. Schade. Schade, schade, schade. Er hat natürlich eine super Armee, ne? Die vernichten uns. Er hat hier schon gepanzertes Fußvolk. Haben wir natürlich überhaupt gar keine Sonne für, gegen, wa? Wo kommt er denn her? Er kommt von da. Okay. Ja gut, die Niederlage war also nicht abzuwenden. Ja, schade. Ja, war natürlich eine heftige Niederlage. Hat uns ziemlich viel Mann gekostet. Naja, mach bloß keinen Umweg, Junge. Mach bloß keinen Umweg. Nee, ich lehne das jetzt mal ab, weil noch einen Krieg können wir uns nicht leisten. So. Das war noch unser erfolgreicher Sieg. Er hat auch schon gepanzerte? Nee, hat er noch nicht. Ah, vielleicht sollten wir mal zusehen, dass wir ein besseres Kriegsvolk ausheben können. Können wir nicht. Können wir leider, leider nicht. Das waren die Pikuniere. Wenn wir zweimal hier einfache Fußvolk ausheben. Noch nicht ausgehoben, ja, ist klar. Machen wir aber gleich mal auf Höhe 2. Einfach mal, weil wir das Geld haben. Und vielleicht noch ein paar Bogenschützen. Kostet auch noch mal 110. Das haben wir auch. Okay. Dadurch wird unsere Armee natürlich besser irgendwann mal. So. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt hier hinten nicht einmischen. Wir werden hier ihn angreifen. Damit wir nicht das Problem haben, wieder unter die Räder zu kommen. Achso, geht nicht weiter, weil wir auf Pause sind. Na, das läuft ja hier wunderbar. Erst bricht das Spiel ab und dann spielen wir nur im Pausemodus. Naja. Was soll denn sonst noch schief gehen? Ja, Domänenschwelle haben wir immer noch überschritten. Ich weiß, ich weiß. So, erst beeindruckt. Ja, wir könnten aber jetzt tatsächlich mal hier ein bisschen was anderes beeinflussen. Zum Beispiel sie. Sie ist 39. Ich würde sie mal beeinflussen. Probieren wir es mal. Weil gegen Polen gibt es immer große Probleme. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen besser angesehen werden. So, er wird ja nicht bei uns Raubrittermäßig unterwegs sein, wa? Und wir werden mal hier die restlichen Leute ausheben. So, geht mal dahin. Und dann werden wir uns die Stadt hier einfach mal holen. Dass wir im Krieg mitgewirkt haben. Vielleicht ein paar Gefangene machen, dass wir ein bisschen Geld kriegen, weil wir sind ja schon wieder stark im Minus. Unsere Armee erholt sich auch langsam wieder, das ist sehr gut. So, Armeen zusammenfügen und dann werden wir ihn mal hier die Hauptstadt angreifen. Da oben kommen geschlagene Armeen runter. Ist also nicht so schlimm. Aber wir verfolgen jetzt mal unsere eigenen Ziele. Im Krieg geschehen. Gut, er kriegt schon wieder aber richtig was auf den Sack. Wo sind die anderen? Die sind da. Die wollen jetzt wahrscheinlich sein Land erobern. War ja. Oder sie gehen weiter. Was ist hier los? Das ist mein Sohn, der gerade wieder durch die Gegend marschiert. 45 Mann ist aber auch nicht viel, was er hat, wa? So, er hat die nochmal einen Todesstoß versetzt. Okay. Schön, in der Zeit können wir seine Stadt einnehmen, ohne dass er hier weiterkommt und können dann oben helfen, weil das ist ja nun nicht die Armee. Die müssten wir selbst mit unseren bescheidenen Mitteln ja, zurückdrängen können. Aber er vernichtet seine Armee komplett, ne? Ihr habt Fettleibigkeit erhalten. Na danke, sagt er, dass ich fett bin hier. Toll. Mündel profitiert, sehr schön. Wie lange dauert es noch? 3 Monate. Und wie lange brauchen die, die Stadt zu erobern? Niederlage. Oh, okay. Schade. Wir konnten die Stadt nicht mehr einnehmen. Aber der Krieg tobt hier noch, wa? Das war hier hinten, ne? Ja. Aber er hat es erobert.
Der erobert es gerade. Okay, sollte nicht das Problem sein, glaube ich. Dann könnten wir unsere Armee erstmal wieder auflösen. Können wir nicht? Neue Tempel aufgebaut. Okay. Ein Pollack. Tempel kann man immer gut brauchen. Ich habe das Gefühl, die arbeitet richtig. Oh, was ist hier los? Kleinvieh macht auch Mist. Als zusätzliche Bezahlung für einen kürzlich abgeschlossenen Handel erhalte ich eine große Viehherde. Wir werden versichert, dass die Tiere von hoher Qualität sind, aber es stellt sich dennoch die Frage, was ich mit ihnen anfangen soll. Wir werden mal wieder versuchen, die Herde größer zu machen, wa? Probieren wir es. Nein, hat nicht geklappt. Okay. So, das ist Memeln, oder? Nee, ist nicht Memel. Ist R, okay. Das bedeutet, die haben da unten irgendwie Probleme, was uns nicht interessieren sollte. Aber wir brauchen jetzt auch mal wieder Landgewinn. Und guck mal, was hier ist. Er hat sich geteilt. Und das nutzen wir aus, indem wir, solange ihr Schulden habt, können wir keinen Krieg erklären. Okay. Wir werden mal warten, bis wir Geld haben, weil das bietet sich gerade an. Der hatte eine Bundteilung, er hier. Warum auch immer. Oder er muss sich unabhängig erklärt haben, wa? Muss er, glaube ich, gemacht haben, weil sonst wäre das ja nicht möglich. Er hat auch kein Lehnsherr, ne? Nee. So, wir sind im Plus. Krieg erklären. Ansprüche will ich nicht, ich will nur seine Grafschaft. So. Mehr will ich nicht, nur seine Grafschaft. Die können wir eigentlich auflösen, wa? Das sollte normalerweise so zu schaffen sein mit dem paar Mann. So, Mündel profitiert weiterhin, das finde ich gut. Haben wir den Krieg schon gewonnen? Mein Gott, ging das wieder schnell hier. Ja. Wunderbar. Damit haben wir uns doch schon mal wieder richtig schön groß gemacht. So, da der Krieg so unbedeutend war, interessiert mich nicht mal unbedingt, was da passiert ist. Weil das war ja so was von unbedeutend gerade. Kriegen wir kein Geld? Kriegen wir auch kein Geld. Bist du ein guter Kämpfer? Du wärst ein okay Kämpfer, sage ich mal. Naja, komm, dann rekrutieren wir dich mal. Was ist mit dir? Du bist taugenix. Er bleibt im Knast irgendwie. Ist nicht beeinflusst. Okay, ist auch schwierig, weil Polen muss nicht unbedingt ist nicht direkt der Anspruch, den wir haben, aber ich versuche es. So, er hat im Grunde keinen Verbündeten in dem Sinne. Er ist mit sich selber verbündet, also mit einem Vasallen von Memel. Und der Einzige, der stark ist, wäre er. Zusammen sind sie gleich stark wie ich. Kann ich dir den Krieg erklären? Kann ich machen. Herzogtum wird. Nein, könnte ich machen. Unterlegen wäre. Warte, halt, stopp. Das würde einen Landgewinn bringen, aber vom Allerfeinsten. Wollen wir mal probieren? Wir probieren es in der nächsten Folge, würde ich sagen. Komm, ich nehme den Krieg an, weil ich glaube, das schaffen wir. Ich bin zuversichtlich. Und da werden wir in der nächsten Folge mal sehen, ob wir das vielleicht gemanagt kriegen. Mal sehen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn wir ein bisschen mit einem Abbruch zu tun hatten. Aber ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin, tschüss und bye bye.